So, herzlich willkommen zu einem neuen Review von Triple X Medias. Ja, heute geht um das Bugatti Basic Case, was mir freundlicherweise von handyersatzteilshop.de zur Verfügung gestellt wurde. Dieses Case gibt es eigentlich für fast alle Handys, also ihr müsst einfach mal auf handyersatzteilshop.de gehen. Link findet ihr natürlich in der Beschreibung da oder da, ne? Und dann gebt ihr einfach mal Bugatti Basic Case ein und dann euer Handy. Ja, und dann gibt es das Ganze auch für mein Nokia 5530. Ja, das ist jetzt das Case. Es kostet 17,90 € und das ist in Schwarz, wie ihr seht. Innen ist es, ja, so ockerfarbig. Ja, ich weiß nicht. Das Case besteht aus hochwertigem Kalbsleder, steht hier. Also ich vertraue dem Ganzen jetzt einfach mal. Und hat hier eine Gürtelschlaufe und eine Metallzierleistung. Ja, also ist natürlich alles super verarbeitet. Vielleicht kann man nur sagen, dass Staub ein bisschen doll drauf zu sehen ist. Also wenn man Staub kriegt, der bleibt ganz schön doll haften. Ja, hier ist das Bugatti-Logo, wie gesagt. Ja, steht hier auch nochmal Bugatti. Ja, dann machen wir einfach mal unser Handy hier rein. So, nehmen wir das Handy mal. Wir können das natürlich so reinmachen, damit wir den Kopfhörer Eingang hier unten haben und dennoch Musik hören können. Also das ist auch schon mal super. Also das ist natürlich nichts frei, damit man zum Beispiel die Tastatur rausnehmen kann oder so, aber dafür soll das ganze Case ja auch nicht gedacht. Ja, was man sagen muss, es ist ein bisschen schwer rauszubekommen. Wie ich das immer mache, ich packe das hier so an den beiden Enden und ziehe das Ganze dann so raus. Das geht dann einfach, ansonsten ist es ziemlich schwer. Und man sieht, ganz schön doll, wo drauf der Druck gelastet ist. Ihr seht es vielleicht nicht, aber wenn man eine längere Zeit das Ding im Case drin hat, also das Handy, sieht man, dass hier in der Mitte so ein Streifen ist, der sauber ist und da draußen, wo nicht so der Druck drauf ist. Also da so außen, ne? Ja, ansonsten alles super verarbeitet, wie gesagt. Ihr könnt euch nochmal die Nähte angucken. Ganz langsam biegen wir einmal mal rum. Hier vielleicht ein bisschen unsauber, aber kann man. Naja, ist alles handgemacht, wie ihr auch nochmal sehen könnt. Handmade, also handgemacht. Ja, also mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Also für den Preis ist das wirklich super. 17,90 € recht hochwertig und fühlt sich auch richtig cool an. Riecht auch so wie Leder, also wie echtes Leder. Und ja, ich bedanke mich nochmal bei handyersatzteilshop.de. Ja, ihr könnt doch mal in den Shop reingucken oder auf die Webseite. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zusehen und ja, ansonsten abonnieren, empfehlen, kommentieren und bewerten. Euer Franz, euer Trubix Medias. Haut rein.